Ich mache sie gleich einmal frisch. Einmal waschen, umziehen. Okay? Ja, sie. Alte Leute zu Hause pflegen. Kaum ein junger Mensch hat darauf noch Lust. Denn kein anderer Beruf hat so ein schlechtes Image wie die Pflege. Schlechte Bezahlung, verdammt anstrengend und Zeitstress ohne Ende. Solange ich das in der Zeit schaffe, ist alles gut. Es ist aber oftmals tatsächlich so, dass man auch vieles nicht schafft, ne? Aber deswegen ist es ja so toll, wenn alle auf Balkons klatschen. Das ist so, ich meine, bringt mir jetzt auch nicht die Stühle auf den Tisch? In ganz Deutschland fehlen laut Bundesregierung mehr als 25.000 Pflegekräfte. Und der Bedarf steigt und steigt. Ich will wissen, wieso junge Leute den Job überhaupt noch machen und was alles dazugehört. Oh, was muss ich alles erleben? Wir müssen wirklich innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viele Risiken erkennen. So an Kleinigkeiten muss man merken, okay, den Menschen geht's nicht gut. Ich begleite Tanja, noch in Ausbildung, und Anja, die schon seit 20 Jahren in der Pflege arbeitet. Zwei Tage lang tauche ich in ihren Alltag der Pflege zu Hause ein und bekomme einen besonderen Einblick. Deswegen habe ich dir aber Zigaretten mitgebracht. Ach, du bist ein lieber Mann. Du weißt ja, wir beide fassen in der Welt, ne? Ja. Es ist 6 Uhr morgens an einem Samstag. Ich bin mit Tanja in Hamburg unterwegs. Sie ist 27 und gerade in der Ausbildung zur Pflegekraft bei einem ambulanten Pflegedienst. Das heißt, sie besucht den ganzen Tag lang Patienten zu Hause. Wir sind auf dem Weg zur ersten Patientin des Tages. Es gibt um eine Morgen- oder Abendtoilette, eine große. Das gibt auch mal einen Unterschied, aber klein oder groß. Ja. Also quasi eine Waschung. Das Lagern bzw. die Betten machen. Ne? Ja. Medikamentengabe, ja, bei der Dame und Zubereiten von einer Mahlzeit. Dafür hat Tanja 45 Minuten Zeit. Der Pflegedienst legt nämlich genau fest, wie viel Zeit Tanja für welche Pflegeleistungen aufbringen soll. Ich drücke jetzt auf Start. Ah ja, in 45 Minuten ab jetzt. Genau. Okay. Mit diesem iPad muss sie bei den Patienten ein- und auschecken. So wird alles genau dokumentiert. Guten Morgen, Frau. Hallo. Hallo. Wer ist heute Morgen da? Die Tanja ist da. Wie? Die Tanja. Tanja ist ja da. Guten Morgen, oh, meine Liebe. Die zweite Freundin. Genau, genau. Ne, ich mache sie jetzt erstmal frisch. Ja, ist gut. Ne, und danach ziehe ich ihr Bett. Ist das ja, okay? Ist gut. Frau K. ist 93 und war früher Kinderärztin. Sie möchte nicht, dass wir ihr Gesicht zeigen oder ihren Namen nennen. Ihre Stimme dürfen wir aber so lassen. Wollen Sie noch mal auf Toilette, Jana? Ja. Alles klar. Während Tanja Frau K. im Bad wäscht, warten wir draußen. Ich denke mal, ich habe jetzt ungefähr 15 Minuten gebraucht. Ich weiß es aber nicht genau. Das sehe ich dann immer zum Schluss, wie schnell ich tatsächlich war. Aber irgendwann hat man das ja so raus, den Dreh, ne? Also irgendwann geht das schon ganz gut. Das war so auch ungefähr auf dem Papier kalkuliert. Soweit alles gut. Aber es gab in der Nacht auch einen Zwischenfall. Frau K. erzählt Tanja, dass sie aus dem Mund auf die Bettdecke geblutet hat. Und die muss jetzt gewechselt werden, obwohl das so eigentlich nicht vorgesehen war. Dauert ja länger. Ne? Das dauert länger, ja. Und ja, aber ist dann halt so, ne? Ja, solange ich das in der Zeit schaffe, ist alles gut. Es ist aber oftmals tatsächlich so, dass man auch vieles nicht schafft, ne? Und muss man einfach mal was so sagen. Ist das Problem daran, wenn man eben viel zu lange braucht und dadurch die Tour länger wird, abgesehen davon, dass du jetzt einen längeren Arbeitstag hast? Naja, erstmal, wer bezahlt das, ist die Frage. Mhm. Ne? Also dann bleibt das ja an meinem Pflegedienst hängen. Mhm. Wenn das mal ist, ist ja alles gut, aber man muss ja bedenken, das sammelt sich ja auch über den Monat, ne? Mhm. Weil das sind immer so unvorhergesehene Sachen, die man erledigen muss. Ich kann sie ja nicht hier so liegen lassen. Ne? Mhm, klar. Die werden halt nicht bezahlt, weil es gibt ja immer gewisse Leistungen, die die Krankenkasse bezahlt und die Pflegekasse bezahlt und darüber hinaus ist dann quasi Pech. Kurzer Pflegesystem-Crashkurs. Das, was Tanja macht, ist eine Mischung aus Alten- und Krankenpflege. Das Bett zu wechseln fällt unter Altenpflege. Leistungen wie zum Beispiel Medikamente geben gehört zur Krankenpflege. Für jede erbrachte Leistung kriegt der Pflegedienst einen festen Geldbetrag von Kranken- oder Pflegekasse. Und der Pflegedienst legt dann fest, wie lange Tanja für was Zeit hat. Braucht sie länger, so wie jetzt, bleibt der Pflegedienst auf den Kosten sitzen. Das können manchmal auch Patienten nicht verstehen, warum wir dann auch mal so kurz angebunden sind. Ne? Dann sagen wir, ja, nee, das geht jetzt nicht, dass wir noch den Tannenbaum abschmücken oder sonst was. Das klappt gerade nicht. Es sorgt auch öfter mal für Unzufriedenheit, ne? Auch bei den Patienten. Obwohl wir schon so viel tun, wie wir nur können. Aber es ist immer schwierig. Ja.
Tanja bemüht sich, dass die Patienten ihren Zeitdruck nicht mitbekommen, auch heute. Nach dem Bettenmachen bringt Tanja Frau K. noch das Frühstück. Freuen Sie sich denn, dass die Tanja immer kommt? Ja, ja, ja. Sehr schön. Meine zwei beste Freunde. Wir verstehen uns sehr gut, ne? Ja. Sie haben so schlanke Arme. Ja, eine schlanke Dame sind Sie. Frau K. hat noch einen Sohn, der sich auch um sie kümmert. Trotzdem ist sie auf den Pflegedienst angewiesen. Dreimal täglich kommt der vorbei. Auch heute Mittag wird Tanja noch einmal hier sein, um Frau K. ihr Mittagessen zuzubereiten. Für diese Leistung zahlt die Pflegekasse übrigens 3,85 Euro an den Pflegedienst. Und die müssen davon nicht nur Tanja, sondern auch die anderen Kosten, wie zum Beispiel die Anfahrt und das Benzin, zahlen. Und das heißt, nur wenn Tanja schnell ist, lohnt sich der Einsatz wirtschaftlich. Tschüss, meine Liebe. Also, guten Appetit. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Tschüss. Bei Frau K. waren wir 5 Minuten zu lang. Deshalb weiter geht's. Nächster Patient. Wir sind bei Herrn Henning. Hier sind gerade mal 5 Minuten eingeplant. Genau, ich ziehe jetzt die Strümpfe an, die Kompressionsstrümpfe. Der Herr Henning leidet an Ödemen, an ödematösen Beinen. Deswegen hat er auch diese Kompressionstherapie. Ödeme, das heißt Wasser im Gewebe. Das ist oft das Problem, ne? Dass viele die Strümpfe nicht selber anziehen können. Das ist schwierig. Also hätte ich schon mal gekrümmt. Ja. Der Pflegedienst kommt jeden Tag zu Herrn Henning. Er ist 71 Jahre alt und ist mittlerweile auch auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Deshalb hat er diese Schläuche in der Nase. Ich habe COPD. Das ist so eine Lungenkrankheit. Ja. Das ist so. Ich habe geraucht. Mein Beruf war beschissen. Was haben Sie denn gemacht? Ich bin genauso wie Bauer. Oh. Ich habe aber auch lackiert. Oder die Auspuffgase oder das Qualm. Naja, kommt alles zurück. Sie sind gerade im Prozess, eine höhere Pflegestufe zu bekommen, weil Herr Henning jetzt schon auf seine Frau sehr angewiesen ist und seine Frau natürlich auch ein bisschen Entlastung braucht, sodass doch ein bisschen mehr genehmigt wird. Warten Sie, ich bin noch gar nicht fertig hier. Wir sind hier schon wieder ganz fix. Ja. Die Pflegestufe wird vom medizinischen Dienst der Krankenkasse nach Begutachtung der Patienten bestimmt. Insgesamt gibt es 5 Pflegestufen. Je höher die Stufe, desto mehr Leistungen genehmigt die Kasse. Hier kommt Tanja mit den kalkulierten 5 Minuten gut hin. Für die nächste Patientin hat Tanja eine halbe Stunde Zeit. Guten Morgen, Frau Völz. Das ist Frau Völz. Sie ist 97 Jahre alt und lebt alleine. Das geht aber nur, weil der Pflegedienst 2-mal am Tag vorbeikommt. Ich sollte mich nicht fertig machen. Sie sollten sich nicht fertig machen? Okay. Hat sie gesagt. Ja, ist in Ordnung. Dann können wir das gleich zusammen machen, ne? Dann helfe ich Ihnen. Aha. Dann kommen Sie mal mit. Wunderbar. Oh, was muss ich alles erleben? Und sie musste schon viel erleben. Erst stirbt ihr Mann, dann überlebt sie auch ihren Sohn. An manchen Tagen sind Tanja oder ihre Kolleginnen Frau Völz einziger sozialer Kontakt. Lass mich nicht los. Ach so. Sie setzen sich jetzt mal hin. Ne? Sie sehen doch wunderbar aus, Frau Völz. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Wie immer, ne? Ja. Das war mal. Vorbei ist vorbei. Ach. Sie sehen immer noch super aus. Mit 97 bin ich das nicht mehr. Neben Körperpflege ist für Frau Völz vor allem eins wichtig: jemanden zu haben, der zuhört. Ich habe den ganzen Krieg, der hat sich bei uns abgespielt, die Flucht mitgemacht, alles. Und hier bin ich gelandet. Und hier werde ich beschimpft von den anderen. Was Frau Völz hier genau meint, weiß ich nicht. Oft schwelgt sie in Erinnerungen. Ich werde auch mal alt, ne? Ich werde auch mal alt, wir werden alle mal alt. Wie so das Arbeiten mit alten Leuten, was lernst du daraus übers Älterwerden für dich? Ich habe Angst, alleine zu sein, ehrlich gesagt. Also alles andere, das kommt, wie es kommt. Ne? Man muss gut für sich selber sorgen, damit man irgendwie im Alter jetzt auch vielleicht finanziell abgesichert ist, aber auch körperlich, gesundheitlich irgendwie jetzt ganz gut dasteht. Manchmal steckt man nicht drin, natürlich. Aber grundsätzlich habe ich wirklich meine größte Angst, ist immer alleine zu sein. Zum Schluss zieht Tanja Frau Völz noch ein Armband mit einem Notfallknopf um. Sollte sie mal stürzen, kann sie darüber sowohl einen Krankenwagen als auch den Pflegedienst rufen.
Aber an das Tragen muss Frau Völz hin und wieder erinnert werden. Einmal ist sie nämlich schon ohne Armband gestürzt und erst Stunden später vom Pflegedienst entdeckt worden. Auch gerade ist sie mit ihren Gedanken woanders. Ich sag, mein Junge hatte auf der Klassenreise einen Unfall und kam erst zu spät nach Hause und dann musste er ins Krankenhaus. Hat 5 OPs gehabt und lag 1,5 Jahre im Krankenhaus als Kind. Ja, schwieriges Leben. Viel erlebt hat die Frau Völz. Was mir hier klar wird, pflegen heißt auch Gesellschaft leisten und zuhören. Auch wenn dafür nicht viel Zeit bleibt. Nach einer halben Stunde müssen wir weiter zum nächsten Patienten. Auf mich wirkt Tanja sehr routiniert, vor allem dafür, dass sie erst im 2. Lehrjahr ihrer Ausbildung ist. Tanja erzählt mir, dass sie von 3 Azubis die einzige ist, die die Ausbildung nicht abgebrochen hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte, es wird einfacher. Ich habe ja schon bereits eine Ausbildung gemacht und dachte, das wird eine entspannte Nummer. Ne? Ja. Wenn man da irgendwie noch ein bisschen, wenn ich gut aufpasse, dachte ich, wird das schon, aber das ist nicht ganz so. Also man muss schon viel lernen, viel behalten. Also du hast ja schon, was für eine Ausbildung hast du gemacht? Zur Hotelfachfrau? Nee, Restaurantfachfrau habe ich vorher gemacht, genau. Kann man das so vergleichen? Nein. Würdest du sagen, ist anspruchsvoller jetzt? Absolut, um einiges anspruchsvoller. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich studiere. Ärgert es dich dann, wenn Leute sagen, ja, Pflegekräfte, die machen ja einen nur sauber irgendwie? Natürlich, das ärgert mich enorm. Weil wenn man wirklich bedenkt, was da alles so hintersteckt. Ne? Also wir müssen wirklich innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viele Risiken erkennen, diese beseitigen, so an Kleinigkeiten muss man merken, okay, den Menschen geht's nicht gut und da muss man handeln, einen Arzt informieren, irgendwie mit einschalten und dafür braucht man ja ganz, ganz viel Background-Wissen. Klar. Tanja wirkt zufrieden auf mich, aber sie hat ja auch gerade erst angefangen. Ich will wissen, wie es bei jemandem aussieht, der schon länger dabei ist. Deshalb treffe ich einen Tag später Anja in Schwerin. Anja ist 37 und macht ihren Job seit 20 Jahren. Auch sie darf ich einen Tag lang begleiten. Das ist auch das Schöne im ambulanten Dienst. Wind und Wetter machen dich fertig. Hier in der ländlichen Gegend sind viele ihrer Patienten eher einkommensschwach. Hier sind wir gerade in einem Plattenbau. Guten Morgen. Herr Ladwig. Ich habe einmal Besuch mitgebracht. Darf ich die Dame einmal reinbitten? Hallo. Ich bin die Caroline. Herr Ladwig ist 55 und leidet an Epilepsie und dem Korsakow-Syndrom. Das ist eine Form der Gedächtnisstörung, die häufig auch durch jahrelangen Alkoholkonsum ausgelöst werden kann. Seine Wohnung verlässt er kaum, hin und wieder kriegt er aber Besuch von Nachbarn. So, Herr Ladwig, was war denn gestern? Warum ging es gestern noch? Gestern bin ich krank umgefahren und dreckig. Ich komme nicht mehr, habe keine Kraft, meine Beine gehabt. Ja, haben Sie sich verletzt? Nein. Tut irgendwas weh? Ein bisschen, aber... Ja, ich komme mit der Rettung. So. Wie ist mit Duschen, Herr Ladwig? Am Sonnabend. Am Sonnabend. Da komme aber auch ich. Macht doch nichts, aber dann geht mir wieder besser. Okay. Aber morgen ist Sonnabend. Ja, na gut. Ja, also ich dokumentiere jetzt quasi, genau, dass er gestürzt ist, so, dass er das Duschen abgelehnt hat. Mhm. Also, heute. Weil es mir heute nicht so gut geht. Ja, dass Sie das heute abgelehnt haben. Das, ich muss das ja dokumentieren. Ja, ich will nicht wieder, ich bin heute Morgen in Bad Ochen geflogen. Vielleicht müssen wir doch mal über einen Umzug nachdenken. Nein, ich bleibe hier. Aber wenn Sie mal wirklich richtig schlimm stürzen und dann alleine nicht hochkommen, wir kommen nur einmal morgens. Ich nehme einmal das Handy mit aufs Klo. Ja. Alles klar? Gut, mein Lieber. Hallo. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Seien Sie schön vorsichtig, ne? Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Die körperliche Nähe, wie beim Duschen, ist fester Bestandteil des Berufs. Man kann sich nicht aussuchen, wem man nahe kommen möchte und wem nicht. Ich persönlich weiß nicht, ob ich das könnte. Ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn jemand nur so selten duschen möchte? Also schlussendlich ist das ja seine Entscheidung. Ja. Und jeder hat das Recht auf Verwahrlosung. Hat jeder. Ist so. Ich kann keiner zu zwingen. Ja. Ne, wenn ich was nicht möchte, dann möchte ich das nicht. Ja, ja, klar. Und genauso akzeptiere ich das natürlich auch. Schwieriger ist natürlich eher, dass er jetzt so sagt, nee, ich dusche jetzt Samstag. Weil, wie gesagt, die Touren sind ja geplant. Mhm.
So, es gibt halt Leute, die duschen halt nur zweimal die Woche, die fahre ich jetzt, sage ich mal, Dienstag und Donnerstag an. Und wenn er dann auf einmal sagt, so nee, an dem Tag will ich auch duschen, da brauche ich natürlich mehr Zeit, als wenn ich jetzt nur die Tabletten dahin bringe. Ne? Also das ist dann, da geht das mit der Organisation wieder los. Ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich die Menschen sind, die auf Pflege angewiesen sind. Hinter jeder Tür ein Schicksal und das nächste wartet schon. Ist auch total süß. Ja. Ist echt, ich mag, den mag ich auch total. Okay. Weil er einfach auch spricht, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Ja, schön. Hallo, Herr Noack. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Schlechten Leuten geht's immer gut. Fußpflege brauchen wir auch. Jetzt geht's los. Pass auf. Machst du das gerne? So Wunden und so? Ja, Wunden finde ich toll. Das echt? Mag ich, ja. Das finde ich, find ich gut. Ja, wahrscheinlich auch vor allem, wenn man sieht, dass es besser wird, ne? Ja, tatsächlich. Wenn man, das sind so die kleinen Erfolge, die man dann feiert. Ja. Herr Noack ist 71 und auch er leidet an einer Gedächtnisstörung. Der Pflegedienst erledigt deshalb nicht nur die Körperpflege bei Herrn Noack, sondern teilt ihm auch seine Lebensmittel und sein Taschengeld ein. Denn in der Vergangenheit konnte er sich häufig nicht daran erinnern, wann er gegessen hat oder wo er sein Geld hingelegt hat. Aber Sie helfen auch gut mit, ne? Ja, er ist meine beste OP-Schwester. Du stellst mich aber nicht ein und bezahlen tust mir auch nicht. Deswegen habe ich dir aber Zigaretten mitgebracht. Ach, du bist eine liebe Maus. Du weißt ja, wir beide fassen in der Welt, ne? Ja. Wer, wenn nicht wir, ne? Dankeschön, Anja. Sehr gerne, Herr Noack. Es war mir wahrlich eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Siehst du. So. Hin. Alles Roger? Alles Roger in Kambodscha. Sehr schön. Und deswegen arbeite ich gerne in der Pflege. Das ist, ne? Das ist, und wie gesagt, ist lustig, ne? Ja, ist nicht alles schlecht. Nicht alles ist schlecht. Manches laut Anja aber ziemlich nervig. In der Pflege wird unglaublich viel dokumentiert, alles und jedes und. Das ist wahrscheinlich auch, damit ihr immer testbar gemacht werden könnt und so, ne? Ja, genau. Aber es hieß ja auch immer, es soll weniger dokumentiert oder entbürokratisiert werden. Aber weiß nicht, haben bei uns nicht viel angekommen. Also das ist wirklich, was man immer alles. Das ist echt viel. Und was war das jetzt hier für eine Leistung auf dem Papier, was wir jetzt hier erbracht haben? Also, oder was du hier erbracht hast? Also, natürlich die Wunde. Genau, wir haben jetzt hier einmal pflegerische Betreuung und Trinken. Also quasi das machen wir, damit er jetzt ein bisschen Gesellschaft hat. Das machen wir auch jeden Tag bei ihm. Ah ja. So hat er jeden Tag ein bisschen was zum Schnattern hat. Und dann haben wir natürlich genau die Wunde versorgt und die Metgabe. Ah ja. Genau. Und den Kompressionsverband. Und schnattern heißt bei Herrn Noack auch so, bittere Bilanz ziehen. Und dafür habe ich ein Leben lang nicht gearbeitet. Nein. Und gespart. Ja, ich weiß. So, und jetzt sitze ich hier und gucke hier aus dem Fenster raus und beobachte die Spatzen oder was weiß ich. Ja. Und warte, bis ein fremder Pflegedienst kommt und mir eine Büchse Milch hinstellt. Habe ich gemacht. Ja, danke. So ist das. Das ist nicht das Ende vom Leben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Ich bin fasziniert von Anjas Art zuzuhören, ohne zu bemitleiden. Nach 15 Minuten müssen wir weiter. Ja, hat mich total gefreut. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, bitteschön. Hat auch nicht mehr gekostet. Ja. Bis morgen. Ciao, ciao. Ich empfehle mich. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, tschüss. Das war so schön zu sehen, wie ihr so zusammen seid. Aber das macht halt die Anzahl der Jahre dann aus, ne? Das ist so. Aber wie gesagt, mit ihm muss man einfach so reden und so braucht er das und so mag er das und hast du ja gemerkt, also. Es ist fast irgendwie eine besondere Art der Freundschaft, oder? Ja, schon. Ja. Ja. Und so eine enge Bindung hat man auch nicht mit vielen, oder? Nein, gar nicht, gar nicht. Ja. Begegnungen wie diese zeigen mir, wie sehr Anja ihren Beruf mag und wie gut sie in ihm ist. Aber die rosarote Brille hat sie nicht mehr auf. Wenn du einen Missstand in der Pflege lösen könntest, welcher wäre es? Also ich würde definitiv mehr Gehalt bezahlen, weil ich glaube, dann würden noch mehr Leute den Beruf ergreifen. Dann würden definitiv mehr Leute diesen Beruf ergreifen, weil das ist einfach ein schöner Beruf. Also ganz klar, Pflege ist toll, aber du machst dich halt körperlich kaputt. Du stehst ewig früh auf, hast, wenn du Pech hast, halt noch Teildienst. Du hast unglaublich viel Verantwortung. Das ist ja, wenn du es ganz genau nimmst, stehe ich als Fachkraft mit einem Bein immer im Knast. Wenn ich einen Fehler mache, beim Spritzen, falsche Medikamente, weiß der Kuckuck was, bin ich ja diejenige, die dann dafür gerade steht. Ich habe das überprüft. Macht die Pflegekraft einen Fehler, muss sie dafür haften. Ganz schön viel Verantwortung für relativ wenig Kohle.
und dann auch noch Teildienst. Das bedeutet 6 Stunden Frühschicht, dann ein paar Stunden frei und dann 6 Stunden Spätschicht. Anja erzählt mir, sie geht mit unter 2000 Euro netto nach Hause. Und das zur Erinnerung, nach 20 Jahren als voll ausgebildete Fachkraft. Der Pflegedienst sagt, mehr sei bei dem, was bei ihnen von den Kassen ankommt, einfach nicht drin. Mit ihrem Gehalt liegt Anja im Durchschnitt. Also tatsächlich ist Pflege auch kein Beruf zum nur Geld verdienen. Das, entweder mag man Menschen oder man mag sie nicht. Und entweder mag man helfen oder auch nicht. Ja, wenn man ehrlich ist, ist es überhaupt kein Beruf zum Geld verdienen, ne? Nee, so gar nicht, so gar nicht. Aber deswegen ist es ja so toll, wenn alle auf Balkons klatschen. Das ist so, ich meine, bringt mir jetzt auch nicht die Stühle auf den Tisch? Wir fahren zurück in die Pflegedienststelle. Nach 6 Stunden ist Anjas Schicht für heute vorbei. Wir konnten nicht alle von ihnen zeigen, aber heute war sie bei 6 Patienten. Im Durchschnitt sind es deutlich mehr, 20. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Und was würdest du sagen, du hast eine Tochter, die ist 13 Jahre alt, wenn die sagt, Mama, ich will auch in die Pflege gehen? Dann würde ich tatsächlich versuchen, das zu verhindern. Ach ja. Weil ich ja sehe, wie es uns jetzt momentan in der Pflege geht. Und ja, es werden halt große Töne gespuckt. Es soll sich hier was verändern, es soll sich da was verändern. Schlussendlich ist, glaube ich, in den letzten 4 Jahren auch nichts passiert. Also weiß ich nicht, würde ich nicht wollen, dass mein Kind sich kaputt macht. Anja sagt, sie will, solange es geht, am Patienten arbeiten. Da das körperlich aber nicht ewig gehen wird, macht sie jetzt eine Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin, um ins Büro ausweichen zu können. Noch einmal zurück zu Tanja nach Hamburg. Wir stehen vor der Tür des letzten Patienten des Tages. Tanja hat 40 Minuten für eine Ganzkörperwaschung eines bettlägerigen Patienten. Sie sind ja schon am Frühstücken. Und wach sind Sie heute. Wir dürfen Herrn B. zeigen, sollen seinen Nachnamen aber nicht nennen. Herr B. ist 87, verheiratet, hat eine Tochter und war früher Finanzbuchhalter. Jetzt ist er dement, kommt nicht mehr aus dem Bett. Der Pflegedienst kommt deshalb 3-mal am Tag. Ich mache sie gleich einmal frisch. Einmal waschen, umziehen. Okay? Mich? Ja, Sie. Ja? Ich fahre dann erstmal das Bett mal nach oben. So, dann würde ich Sie jetzt einmal bitten, sich nach links rüber zu drehen. Aua. Oh, der Arm, ja. Erstmal kurz ausruhen. Ist natürlich auch schwierig, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt, ne? Dann hat man immer Schmerzen, mal hier, mal da. Also die Bewegung ist halt nicht so gegeben, ne? Wie normalerweise. Einmal das rechte Bein mal aufstellen. Genau, Knie anwinkeln, jawohl. Und jetzt einmal rüber. So, ich mache sie einmal frisch jetzt in dem Teambereich, ja? Ja. Jawohl. Gucken Sie, ist gut von der Temperatur? Ja. Ja, wunderbar. Ja, das ist feucht. Das ist gleich weg. Kalt. Kalt, ja. Und bei diesem intimen Moment dürfen wir tatsächlich mit der Kamera dabei sein. Diese Situation hat mich sehr berührt. Und irgendwie habe ich hier so richtig verstanden, was Pflege zu Hause bedeutet. Oh Gott, meine Arme. Ja. Alles ist so dünn. Ja. Haben wir ein bisschen abgebaut. Aber noch ist alles im grünen Bereich. Ja? Ja. Ist das manchmal ein Thema, dass Patienten irgendwie Scham haben? Ja, na klar. Ist ein großes Thema. Gehört ja auch ein gewisses Vertrauen immer dazu. Ne? Auch zu den Pflegekräften. Haben wir vorher heute ja auch schon gehabt. Ne? Dass, klar. Gerade die Frauen, bei denen ist es noch mal ein bisschen extremer. Also, diese Generation, die kennt das auch nicht, sich nackig zu machen. Stimmt. Vor anderen. Stimmt. Menschen. Ja. Klar. Na, 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 na. Ist ja auch ganz entspannt, wenn man hier eingecremt wird und so. Oh. Ne? Ja. Ist wie eine Wellnessbehandlung, ne? Können Sie verstehen, dass Leute wie Tanja, so, die gerne Altenpfleger sind? Nee. Können Sie nicht verstehen? Nee. Aber ich glaube, die Tanja macht das auch sehr gerne. Aha. Oder? Ja, definitiv. Wir alle wünschen uns in Würde zu altern. Das geht aber nur, wenn wir auch mit Würde gepflegt werden, so wie von Tanja. Ich bin von ihrer Art, mit Herrn B. umzugehen, beeindruckt. Aber das hat auch Zeit gekostet. 10 Minuten länger als geplant. Gut, mein Lieber. Ich verabschiede mich dann. Ne? Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Und bis bald, ja? Okay, alles klar.
Bis bald. Obwohl wir jetzt gerade bei so einer intimen Sache dabei waren, Windeln wechseln, waschen, irgendwie habe ich mir das so viel, in Anführungsstrichen, schlimmer vorgestellt. So. Klar, es ist ein bisschen seltsam, in so einer Situation dabei zu sein, aber irgendwie ist es auch das Normalste von der Welt. Und ich bin auch selber ein bisschen überrascht, wie ich fand das Erlebnis gerade voll positiv. Das ist auch super positiv. Also ich finde auch nicht, dass da irgendwas Schlimmes dabei ist. Natürlich beim ersten Mal, es ist ungewohnt. Man macht es ja nicht jeden Tag, ja. Ne? Na klar. Also man muss sich vielleicht auch mal in die Lage der Menschen versetzen, wenn sie das nicht mehr können. Ja. Ne? Denen ist es auch super unangenehm. Und ich finde das eigentlich schön, dass man in der Hinsicht die Menschen unterstützen kann und denen auch ein bisschen die Angst nehmen kann. Sollte ich mal gepflegt werden, dann hoffentlich von jemandem mit genauso einer Einstellung wie Tanja. Gegen 14 Uhr ist Feierabend. Wir gehen zu Tanja nach Hause. Ich bin völlig fertig. Tanja scheint mir noch einigermaßen fit zu sein, aber sie ist die Arbeit ja auch gewöhnt. Normalerweise wartet jetzt noch Tanjas Sohn auf sie. Heute ist er mit ihrem Mann auf dem Spielplatz. Das Erste, was Tanja zu Hause macht, Jogginghose an. Würde ich genauso machen. Was mir heute am meisten im Kopf geblieben ist, ist die besondere Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft. Ich frage mich, wie Tanja damit umgeht, wenn einer ihrer Patienten stirbt. Ich habe für mich ein Ritual entwickelt, dass ich jetzt sage, okay, wenn jemand stirbt, mache ich immer eine Kerze an. Oh, echt? Ich habe mir jetzt auch extra dann immer diese Grabkerzen gekauft, ne, die ich dann auch wirklich anmache und lasse die ausbrennen. Zeige somit irgendwie auch meinen Respekt und kann dann auch besser loslassen. Ne? Ja. Mhm. Ne? Die kennt ja jeder. Ja. Soweit, genau. Und wo stellst du die dann hin? Also meistens hier auf den Tisch tatsächlich, so mittendrin auf den Esstisch. Klar, wenn wir dann essen oder so, dann stelle ich die auch mal weg, ne, irgendwie oben drauf oder so, aber sonst, also das kriegen schon alle mit. Das finde ich voll schön. Ja. Und dann wartest du auch, bis sie abkommt. Ja, genau. Ja. Ihr Ritual hilft Tanja dabei, mit dem Verlust der Menschen, die sie bis zum Schluss gepflegt hat, umzugehen. Obwohl der Job in vielerlei Hinsicht belastend ist, sagt Tanja, sie möchte aktuell keinen anderen Job machen. Also mir wäre es wichtig, dass überhaupt die Pflege ein bisschen besser gesehen wird. Ich hoffe mir das wirklich sehr, denn ich finde, das ist ein großartiger Beruf. Ich würde mir auch mehr wünschen, dass viel mehr junge Menschen, aber auch ältere Menschen, das ist ja egal, man kann ja immer wieder umswitchen, sich für diesen Beruf entscheiden. Weil ich habe immer so den Eindruck, dass es heißt, okay, gerade weil es eine Dienstleistung ist, es ist immer so, ja, nee, ich gehe lieber studieren oder mache irgendwas anderes. Mhm. Aber das ist so wichtig, ja. Ne? Und das ist genauso anspruchsvoll. Das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Man redet oft über das, was in der Pflege schiefläuft. Und das ist auch wichtig. Oft sind die Arbeitsbedingungen schlecht, es fehlt an Geld und Anerkennung. Durch die Drehs mit Tanja und Anja habe ich aber gesehen, wie schön die eigentliche Arbeit sein kann und wie wichtig sie ist. Denn früher oder später betrifft uns das Thema Pflege selbst. Und dann wäre es doch schön, wenn wir so behandelt werden würden, wie ich es bei meinen Drehs erlebt habe. Wie sieht's bei euch aus? Könntet ihr euch vorstellen, in der Pflege zu arbeiten oder was sind eure Vorbehalte? Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert unseren Kanal und schaut euch auch gerne das Video von Steuerung F an zum Thema, warum eine Krankenschwester aussteigt.